Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goodbye Deponia. Hier ist ganz schön was los. Okay, ich habe zwei Wege, die ich gehen kann. Was ist das hier? Sagt mir nicht. Ich dachte, Rusty popelt, jetzt ist meine Nase. Gretchen sieht total süß aus. Goalie? Oh, Goalie. Ich dachte, da steht Goal. Okay, wir gehen erstmal hier entlang. Oh ja, hübsche Gegend. Hübsche Gegend. Was ist da oben los? Wagenheber. Äffchen. Der Orgelspieler. Tischsteher. Steht vor der Tür. Von? Man weiß es nicht genau. Goon und June. Wie schön, dass ich die noch nicht angesprochen habe und schon weiß, wie die heißen. Und hier ist nichts. Kiste. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Achso, nee, da will ich ja gar nicht hin. Da klickt man einfach und dann steht man da. Ja gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann gehe ich jetzt erstmal hier in die andere Richtung. Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Okay. Ideale Stelle für ein Nachtlager, wow. Entweder die wiederholen gerade die zweite Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle oder der Kasten ist aus. Schätzungsweise aus. Der Strom ist alle. Hey, hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Klasse, Rufus, du bist ein richtiger Held. Der Strom ist alle, ja, wir wissen. Gibt's hier einen Stecker? Ich sehe keinen Stecker. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Gehen wir mal da hoch. Okay, runter. Schade, dass Strom... Dann würde man... Man müsste sich... Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Können wir den Fernseher jetzt anmachen? Oh, was? Tatsächlich. Sag ich Sie, gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht
Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Gretchen, Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Das ist das gefährliche Monster. Ihr seid ja Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also das... Ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Oh, ey. Meckerkatze24.de. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bisschen Angst. Oh, ey. Meckerkatze. So, okay. Ich könnte hier mal irgendwann irgendwas reinstecken, aber ich habe noch nichts. Ja gut, wir gehen erstmal zurück und schauen uns mal hier ein bisschen genauer um. Ach, müsst ihr mir die ganze Zeit hinterher dackeln? Ja. Tja, wie ihr wollt. Aber ihr wisst hoffentlich, dass Kinder, die Erwachsenen widersprechen, von bösen Clowns gefrühstückt werden. Ach so. Was ist eigentlich hier mit Hansel? Ach, müsst ihr mit... Ja. Okay. Tja, wie ihr wollt. Aber ihr wisst... Gut. Der spricht immer mit allen Kindern anscheinend. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Ja, du hast mich ertappt. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken, aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Hm. So, oh, Kurbelauswurfknopf. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Hm, was könnte das nur sein? Eine Kurbel. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Tja. So kann's gehen, ne? Moment mal. Diese Obdachlosen kenne ich doch. Ach. Ist das nicht dieser eine obdachlose Typ da? Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Mitschnacker? Niedlich. Die haben ja schon Freunde gefunden. Der hat Süßigkeiten in der Tasche. Ich mag diesen Mann nicht. Geh bloß weg von Goal. Irgendwie erinnert mich der Wagen an den von der Hexe in Stardew Valley. Komm ich jetzt daran? Könntet ihr vielleicht... Aber Herr... Schon klar. Okay, nein. Hier oben... Oh, ein alter Haudegen. Was machst ich du denn wollte... hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Gun. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei. In Worten
3 verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß, du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur, Salvano. Ha, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hätte dir Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Gun nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genau so zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Oh Gott. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und statt jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Ich dachte, ich zeige euch mal kurz, weil ich sitze ja davor. Vor diesem netten jungen Mann da, der sich jetzt um die Kinder kümmert. Ah, okay. So, könnt ihr ihn besser sehen. Und die Kinderlein, die sich um ihn versammeln und seine Süßigkeiten in der Tasche. Dort. Ja, wollte ich nur mal gezeigt haben. Vielleicht bleibe ich ein bisschen hier. So ganz am Rand. So bin ich noch mit drin. Komm her, Maus. Genau. Ihr beide seid so richtig zusammen. So mit allem drum und dran. Knick, knack. Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Portafisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Gun, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Gun, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Gun, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus,
Ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein. Ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Goon? Goon, zitterst du etwa? Oh, halt mich. No. Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Goon. So. Jetzt kann ich aber mal das Gulligitter hier angucken, oder? Huhu. Hm? Rufus? Bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha, du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Ah. Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, dann haben wir hier oben jetzt alles abgehakt, wo man so jetzt so drankommt. Ach ja, gut, ich verdecke ihn nicht, dann kann ich ja mal... Und darum, liebe Kinder... Ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt? Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in deinen Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dein Ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja... Eigentlich. Ich zuerst. Aus dem Weg. Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier, direkt vor Ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Okay. Was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Gar nicht. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Wir sind sowieso gerade fertig. Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Huhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann will ich lachen.
Okay. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich. Hey. Okay. Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber. Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Okay. Alles klar. Nee, Rufus, komm doch mal wieder raus. Okay, dann. Fass dein Tierchen halt noch mal an. Was und was sieht und ich glaube, bist doch nur als nächstes. So, also ich mache einen Abdruck von seinem Tierchen. Ich weiß ja nicht. Ich rede mal mit dem Äffchen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Ja? Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotty. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Okay. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Mit solchen Typen, die kennen Irisch. Alles klar. Also, ich gehe mal zu dem Rufus. Oh. Und krieg eine Videosequenz. Oh. Okay. Haben die mich gefangen genommen? Ja, offensichtlich. Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Hä? Da versteckt sich doch irgendjemand. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie sie herauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. So, Cletus. Offensichtlich Rufus. Sein Kostüm ist nicht übel. Fast wäre ich selber drauf reingefallen. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Mit dem Typen kann ich also reden. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Ja, aber du hast nichts in der Tasche, du kannst nichts tun. Rede mit ihm. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Orga nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein?
Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. So, okay, cool. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Zahnpasta, Mensch. Ist das nicht klasse? Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. So, Schnapp. Die Klostein, die Zahnpasta. Ja, da haben wir doch jetzt schon ein bisschen was gesucht. So, und das Nette ist ja... Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Wir machen Klites jetzt wunderschön. Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? So, grüne Zunge. Pfeffer. Und der Kaffee. Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Hört nicht auf Rufus, okay? Hört nicht auf Rufus. Es heißt, man soll sich nach... Aber niemand sagt einem... Ja, ja. Was nennen die... Wo sind... Was nennen die... Ah! Hört nicht auf ihn. Putzt euch immer schön die Zähne. Hey du, ich hab da was zu essen für dich. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Hier ist das. Das da? Nein, was hast du? Ist es eine... Weiß schon... What's up? Noch sind das... Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Ich kann hier nichts mehr anwählen. Teppich. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Kaffee und Teppich? Kennen wir schon. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht kein... Man kennt es schon. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Na, Putzibot, sauber. Staubbeutel. Nein, mein Mund ist auch so schon trocken. Der Kaffeestaub. Oh ja. Hey, ich hab da was für dich. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir da nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was ist denn? Ich glaube,
getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet. Bravo, sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe, die ist super. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Ja, jetzt sollte ich ihn vielleicht nicht mehr ansprechen. Der schläft. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. So, und bevor ich hier weiter diese spannende Flucht plane, verabschiede ich mich aus der heutigen Folge. Wir sind mal wieder einigermaßen weitergekommen. Ist schön, wenn man drei Rufus hat und wenn man bei einem nicht weiterkommt, dann kann man auf einen anderen switchen. Das ist ganz nett. Das gefällt mir. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf. Bildet eine Rettungsgasse und wie immer... Egal was Rufus sagt, Zähne putzen nicht vergessen. Tschüss.